Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zu dieser Ausblickfolge hier auf dem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen uns diesmal Testschiffe angucken. Ich weiß, ich habe jetzt hier die Graf Zeppelin drin, die ist kein Testschiff, aber sie ist so ein bisschen stellvertretend für die deutschen Flugzeugträger hier gerade in meinen Hafen gestellt worden von mir. Und da gibt es gravierende Änderungen, die möchte ich euch ganz gerne ein bisschen näher bringen. Außerdem reden wir gleich über die Riga und die Shikishima, wo auch nochmal Änderungen herbeigeführt werden. Deutsche Flugzeugträger, da werden die Angriffsflugzeuge zum Beispiel ein bisschen verändert. Das prinzipielle Konzept ist ja AP-Raketen und Bomben und langsame Torpedos mit hohem Schaden. Ja, jetzt werden die Parameter ein bisschen verteilt. Und zwar bekommen diese Angriffsflugzeuge, also die Schlachtflugzeuge, die AP-Raketen haben werden, eine Veränderung beim Zielkreis und der Genauigkeitseinstellung. Die Flugzeuge fliegen jetzt tiefer über dem Wasser, ja, also ist wahrscheinlich vom Winkel her notwendig wegen der AP-Rakete, weil die kann sogar Zitadellen machen angeblich. Wenn wir dann sehen, wie das in der Praxis ist, es würde jetzt quasi einfacher werden, einen Angriff eben durchzuführen. Allerdings darf man nicht zu viel korrigieren. Wenn man mehr korrigiert, dann wird das Ziel wahrscheinlich wohl sehr, sehr schnell, also dieser Zielkegel, wohl sehr, sehr schnell wieder sich auffächern, sodass die abgefeuerten Raketen deutlich schneller, ungenauer werden als bei anderen Flugzeugen. Außerdem wird der Trefferpunktepool von Schlachtflugzeugen und von diesen AP-Bombern wohl erhöht. Und zwar wird jetzt hier ein Beispiel genannt, Manfred von Richthofen, das ist ja der T-10-Flugzeugträger der Deutschen. Da gibt es dann 60 Punkte obendrauf, 1440 Punkte. Und für die Bomber, also AP-Bomber, da hatte man 1390 und das werden jetzt dann 1530 Punkte. Außerdem wird der Torpedoschaden erhöht. Das sind diese Dinger, die so langsam sein werden wie kein anderer Torpedo im Spiel. 25 Knoten standen da jetzt in den ersten Werten zu Buche. Und da wird der Torpedoschaden jetzt aber erhöht. Wenn die dann mal treffen, dann wird man wohl auch ein bisschen besser belohnt werden. Und zwar statt 8200, haltet euch fest, 10.200. Also doch 2000 Trefferpunkte mehr, was meiner Meinung nach ganz ordentlich ist. Nächster Punkt ist, die Motorkühlung, die Verbrauchszeit quasi wird verändert und zwar von 5 auf 10 Sekunden und die Ladung erhöht sich um 1. Das heißt, Motorkühlung, also wenn ihr diese Verbrauchsmaterial Motorkühlung benutzt, dann sind es nicht nur 5 Sekunden, die ihr quasi in Anführungsstrichen ohne Einschränkungen manövrieren könnt, also den Motorboost benutzen könnt, sondern sogar 10 Sekunden und danach gibt es dann wieder diesen Temperaturverfall sozusagen, dass die Maschinen zu heiß werden und dann fliegt er ja nachher nicht mehr so schnell. Ne? Und ihr habt sogar eine Aufladung davon mehr. Außerdem gibt es dann bei der Stufe 8 und bei der Stufe 10 eine Reparaturmannschaft sozusagen. Also auf den Flugzeugen wahrscheinlich. Das Reparaturverbrauchsmaterial wurde den Bombern und der Flugzeugträger hinzugefügt. Also, wie gesagt, bei den Bombern, ich gehe jetzt von den AP-Bombern aus, ich gehe nicht davon aus, dass die Torpedobomber davon auch betroffen sind, auch wenn sie jetzt hier nur Bomber schreiben. Ja, da wir die ganze Zeit nur über Angriffsflugzeuge und AP-Bomber reden. Genau wissen wir es nicht, aber ja, müssen wir uns dann halt am Ende überraschen lassen. Bevor wir jetzt zur Riga kommen, einen Hinweis noch, das hatte ich schon mal in einem Video gesagt, bei den deutschen Flugzeugträgern wurde jetzt zum Beispiel bei Manfred Richthofen jetzt eben das Manfred von Richthofen hinzugefügt und auch beim T8 Flugzeugträger ist das von jetzt dazugekommen. Ja. Weiter geht's mit der Riga. Die Riga hatte ich jetzt eine ganze Zeit als Testschiff, hat er ja auch während der Livestreams schon mal gesagt, dass die AP sehr, sehr durchschlagskräftig ist. Und das wird jetzt geändert. Die Ballistik der HE- und AP-Geschosse wird geändert. Und zwar verlieren sie schneller an Geschwindigkeit, wenn sie aus großer Entfernung abgeschossen werden. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich ein bisschen weiter vorhalten müssen, ja, wenn ihr halt auf 15 Kilometer weit schießt zum Beispiel. Und allgemein ist die Durchschlagskraft der AP-Granaten eben geringer geworden. Ne? Also man macht jetzt nicht mehr ganz so viel Schaden. Ich erinnere mich da an eine Runde vor einigen Tagen, wo man doch relativ krass in das Schlachtschiff reinrocken konnte. Gut, es stand Breitseite, aber ja, allgemein wird die Panzerungsdurchdringung eben ein bisschen genervt bei der Riga. Und dann kommen wir noch zur Shikishima, sozusagen als letztes Testschiff, was wir euch heute in der Ausgabe hier vorstellen wollen. Die Ballistik der HE- und AP-Geschosse wurde da wieder geändert. Und zwar bleiben sie länger schnell sozusagen. Also wir verlieren langsamer an Geschwindigkeit, wenn sie aus großer Entfernung abgeschossen werden. Aber
Die Durchschlagskraft wird damit nicht noch weiter erhöht, sondern da wird wahrscheinlich ein anderer Parameter der Granate geändert, vielleicht der Kruppfaktor, man weiß es nicht ganz genau, damit die Durchschlagskraft der AP-Geschosse weiterhin einigermaßen gleich bleibt zu den Werten wie vorher. Ne? Nicht, dass noch mehr Panzerung quasi durchdrungen wird. Es ist sowieso schon schwierig, wenn man auf Kreuzer schießt, damit vernünftigen Schaden zu machen, muss man ganz ehrlich sagen, jetzt hätte man haut da frontal durch oder so. Aber Breitseite Schiffe, da overpennt man relativ stark. Das ist dann, da muss man halt wirklich als Gegner, muss man eher Schlachtschiffe auswählen mit der Shikishima, muss ich sagen. Also ist zumindest so mein Gefühl. Ja, ja, und das war der Ausblick für die Änderung an Testschiffen. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein paar Informationen mitnehmen und euch eure Meinung quasi wieder ein bisschen verfeinern. Wir werden euch natürlich weiter auf dem Laufenden halten, wenn es weitere Änderungen gibt. Wenn das Video euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, abonnieren und auch gerne weiterempfehlen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream. Tschüss, sagt euer Secrets-Team und euer Andi. Ciao, ciao.